Herzlich willkommen zu Omdi 2, unterstützt vom Bus-Simulator Mod. Auf der Karte Hamburg Hafen City Modern. Wir bedienen heute zusammen die Buslinie 109 von der U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf runter durch die Hamburger Innenstadt bis zum Hauptbahnhof Zopp. Unsere Abfahrt beginnt um 9.45 Uhr. 2 Minuten haben wir noch, also gute 2 Minuten. Um den Bus für die Abfahrt fertig zu machen. Zündung starten, Motor an starten und schon mal den ganzen Papierkram einstellen. Also den Fahrplan und die Zielanzeige. Linie 109. Hauptbahnhof, nicht Hauptbahnhof, Steintordamm. Sondern Hauptbahnhof Zopp annehmen. Und jetzt sind wir soweit eigentlich auch schon abfahrbereit. Nur noch die Handbremse und die Automatik auf D oder 3 stellen. Und dann fahren wir auch schon zur Haltestelle, in dem die Fahrgäste zusteigen können. Den Bus, den wir ich heute hier auf der Strecke unterwegs bin oder wir, ist ein Mercedes-Benz U305G Gelenkbusausführung mit der Lackierung von Neuendorf. Während der Fahrt werde ich ein paar kleine Besonderheiten, die sich auf der Strecke uns begegnen werden, darüber erzählen. Die erste Besonderheit gibt es hier gleich schon an der U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf. Hier in der Nähe befindet sich nämlich gleich, das müsste man direkt vor uns, befindet sich nämlich das Polizeihauptpräsidium von der Stadt Hamburg. Jetzt dürfen wir abfahren. Oder also, wie eben gerade gesagt, an der U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf befindet sich das Hauptpräsidium der Hamburger Polizei. Und jetzt geht es weiter. Nebenbei werde ich alle weiteren folgenden Spieler, die wir auf der Linie begegnen werden, ganz freundlich grüßen und auch für sie so ein bisschen Werbung schalten und so weiter. Oder auch für welche Betriebe sie hier auf der im Spiel unterwegs sind. Die Buslinie 109 ist eine sogenannte Stadtbuslinie, deren Aufgabe darin besteht, nur von A nach B zu fahren und nicht so wie bei den Metrobuslinien mehrere Zentren miteinander zu verbinden. Jetzt sind wir an der Haltestelle Hindenburgstraße. Mal gucken, ob jemand eine Fahrkarte haben will. Der nett, aber sie. Hallo, einmal die Kurzstrecke bitte. Ja. Das mit den Kassensystemen ist hier bei dem Bus ein bisschen anders, weil auf der Map das Hamburg gibt es ja Euros, ne? Und keine D-Mark mehr. Und da ist es ein bisschen anders. Also Sie das bitte nochmal nachrechnen? Ich glaube, das stimmt bei der, so nicht. Wo hier die 1 steht, gibt es 50 Cent-Stücke und auf der 2 sind nur 1-Euro-Stücke drin. Also muss man vorher ein bisschen genauer überlegen, wo hier die ganzen einzelnen Münzen sind. Und weiter geht's. Wieder nochmal zurück zur Erklärung der Buslinie 109 und der Metrobuslinien und so weiter. Das liegt daran, also die Metrobuslinien, das sind hauptsächlich wichtige Buslinien in Hamburg, die mehrere Stadtteile Zentren miteinander verbinden, also nicht nur ein oder zwei, sondern auch manchmal gleich 5 hintereinander. Und diese Linie, wie diese hier, 109, ist nur eine einfache Stadtbuslinie, die einfach nur so quer durch die Stadt durchgezogen worden sind. Wo sie wiederum, Morgen. Bei den Metrobuslinien, sind die wiederum, haben eine größere Planung hinter sich für die Linienführung. Die nächste Haltestelle, die wir dann jetzt anfahren werden, ist glaube ich Bormkamp oder irgendwie sowas. Aber das werden wir ja gleich sehen.
Villen-Metzger-Straße. Und wie wir auch schon sehen, oder besser wahrscheinlich auch schon von euch mehrere auch schon gesehen haben, dass wir einen, sozusagen einen in Schlepptau oder wir verfolgen sozusagen ein. Und zwar, das ist der Countryside 22. Eine weitere Besonderheit zu der Buslinie 109 ist, dass sie hier von der Stadt Hamburg für innovative, also umweltfreundliche Antriebe werden dort Busse getestet, also sozusagen Elektrobusse, Hybridfahrzeuge und so weiter und so fort. So wie zum Beispiel die Hybridbusse, die ja auf der Karte neu dann hinzugekommen sind, von Volvo. Aber ansonsten werden in Hamburg größtenteils Fahrzeuge von Mercedes größtenteils in der gesamten Stadt eingesetzt. Hier an der Kreuzung Bramkamp gibt es die nächste Besonderheit. Das ist einmal der ostnördliche Ring der Ringstraße 2. Und zweitens ist hier die Turnhalle der Hamburger Polizei, in der auch nebenbei auch die Polizeishow stattfindet. Und drittens haben wir jetzt den Stadtteil Alsterdorf verlassen und begeben uns jetzt hinein in einer der etwas nobleren Gegenden von Hamburg. Ich bin wieder zu schnell, aber das ist in Hamburg allgegenwärtig, dass Hamburger lieber ein bisschen flotter unterwegs sind, als das, was im Straßenverkehr eigentlich zugelassen ist. Hier ist auch keiner, dann können wir weiter durchfahren. Die Verkehrseinstellung auf der Karte habe ich ein bisschen niedriger eingestellt, falls ihr euch wundert. Habe ich deswegen gemacht, da ich ein bisschen Probleme, also wenn ich die Einstellung auf hoch oder leicht erhöht vom Mittel mache, dass ich dann technische Probleme mit den Aufnahmen und vom Spiel und allgemein bekomme. Deswegen ist die Einstellung zwischen niedrig und mittel eingestellt. Die nächste Haltestelle, die wir jetzt anfahren, ist der Winterhuder Markt. Einer der größeren Verkehrszentren in Hamburg, aber nicht so groß, dass der eigentlich auch schon relativ groß ist, aber noch momentan keinen Schienenanschluss hat. Hier an der Haltestelle warten schon mehrere Fahrgäste. Nun ja, noch ein bisschen technisch Daten zum Bus selber. Oder besser gesagt, zu den Herstellungsdaten vom Bus. Der U305G wurde größtenteils eben auch die größeren oder besser gesagt, Anfangsschritte von denen wurden ebenfalls hier in Hamburg erprobt, da die Stadt Hamburg Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre damit angefangen hat, mehr Gelenkbusse einzusetzen, da in Hamburg keine Doppeldecker in den Liniendienst eingesetzt werden können, aus dem Grund, da Hamburg sehr viele Haltestellen, also Haltestellenzentren, Brücken haben, die erstens unter Denkmalschutz stehen und zweitens die meistens eine Höhe von 3,50 Meter bis 3,70 Meter haben, wo dann zum Beispiel teilweise dann keine Doppeldecker durchpassen. Nun weiter geht's.
Die nächste Haltestelle ist die U-Bahn Dierichstraße. Diese U-Bahn-Haltestelle gehört zu der Hamburger U-Bahn-Ringlinie, der heutigen U-Bahn-Linie U3. Und hier wartet auch jemand. Hallo. Guten Tag. Ich fahre größtenteils hauptsächlich nur mit älteren Fahrzeugen. Also Fahrzeuge, die eine ältere, also sozusagen schon in den alltäglichen Liniendienst schon verschwunden sind. So wie zum Beispiel wie hier ist den U305 oder auch andere ältere Bustypen, wie zum Beispiel Icarus-Busse oder auch mit zum Beispiel Icarus-Busse oder auch weitere Fahrzeuge von Vetra oder so weiter. Aber größtenteils hauptsächlich den U305 von Mercedes in der Gelenkausführung oder der Standardausführung. Die Busse sind bei mir oder verwende ich größtenteils. Eben gerade uns ist der Kollege Express Uli vorbeigefahren. Ich grüße dich. Hallo. Ja, natürlich. Danke. Jetzt sind wir in einem Streckenabschnitt, in dem es Sachen gibt, von denen ich nicht so viel weiß und wovon ich auch nicht so viel weiß, erzählen kann. Also ist das jetzt für euch eine gute Gelegenheit, sich ein bisschen zurückzulehnen und sich zu entspannen und die Fahrt zu genießen. Was manchmal ab und zu, also was für Busse ich ja meistens auch verwende, also was auch gut manchmal vorkommen kann, das sind Busse, die nicht wie die heutigen eingesetzten Fahrzeuge eine Automatik haben, sondern setze ich auch sehr gerne oder fahre ich auch sehr gerne Busse, die zum Beispiel eine Gangschaltung besitzen. Einmal U-Karte. Also eine Grußberechtsfahrkarte, die passt uns jetzt. Bitte. Dankeschön, haben Sie gut gemacht. Ich hätte gerne eine Gesamtbereichsfahrkarte. Da bin ich verstanden, dass ich jetzt die Frage zu geben. Nun ja, das hat er jedenfalls auch weitergeht. Ist doch immer wieder schön, wenn man mal einer roten Ampel stehen darf. Aber eine rote Ampel ist immer meistens, oder besser gesagt, nicht so schlimm, wie im Stau zu stehen. Wenn ihr auch eine bestimmte Linie wollt, die ich bedienen soll, könnt ihr das ruhig auch gerne bei mir hier bei den Kommentaren direkt unter dem Video natürlich hinterlassen. Die ich dann auch alle selber beantworten werde. In der jetzt kommenden Kurve muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, da sie doch relativ scharf ist. Und das mögen halt die Fahrgäste nicht so, wenn im Bus hin und her geschaukelt wird.
fünften Tag. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass hier vielleicht mehr Leute unterwegs sind. Da hätte ich den Gelenkbus mir eigentlich sparen können und vielleicht sogar auch einen etwas kleineren Bus einsetzen können. Also einen mit einer Gangschaltung. Ja, aber man weiß ja nie. Es hätte ja auch anders sein können, dass die Leute so vielleicht gerade den Bus gerade so stürmen würden. Aber ist halt eben nicht. Damit muss man jetzt eben halt leben. Karivanski. Einkaufszentrum. Die Alpha-Chaussee gehört zu einer der reichen Gegenden von Hamburg, wo auch zum Beispiel teilweise Geschäfte gibt, die im Schaufenster noch nicht mal Preisschilder haben. Hansastraße. Und die Alpha-Chaussee ist auch schon ziemlich dicht in der Nähe von der Hamburger Innenstadt. Da, wo wir ja auch hin wollen. Oder besser gesagt, wir müssen von der Linie her ausgehen. Von der Alster-Chaussee fährt auch noch der gibt es eine weitere Buslinie, die von hier abfährt. Und das ist die Metrobuslinie 15. Moin. Moin. Guten Tag. Gesehen. Aber nehmen wir die eben auch gleich mit. Denn wir befinden uns ja noch im Haltestellenbereich. Guten Morgen. Morgen, morgen. Morgen. Das ist eben auch so eine typische Hamburger Art. Dass man, es gibt einige Gegenden in Hamburg, wo die Leute gerne in der zweiten Reihe parken sollen. Oder da, besser gesagt, es auch tun. Nächste Haltestelle vorne teil. Zu der Haltestelle gibt es auch was Besonderes zu erzählen. Nämlich an der Haltestelle befindet sich die kleinste Polizeiwache in ganz Hamburg, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendwo anders auch noch eine kleine Polizeiwache. Auf jeden Fall ist das hier die kleinste Polizeiwache in Hamburg. Hier ist das der erste Container und da vorne auf der kleinen Insel befindet sich die zweite Polizeiwache. Das ist die kleinste Polizeiwache in ganz Hamburg. Das große Gebäude, was sich auf der rechten Seite gerade dargestellt hat, oder sich da jetzt zu sehen ist, ist der Dammtor Bahnhof. Einer von zwei innerstädtischen Bahnhöfe, wenn man den Hauptbahnhof nicht mitzieht. Der weitere innerstädtische Bahnhof ist neben, wie schon gesagt, der Bahnhof Dammtor. Ist der andere Bahnhof Altona. Der Bahnhof Altona ist wie der Hauptbahnhof in Stuttgart ein Kopfbahnhof.
Nur mit der Besonderheit, dass an diesem Bahnhof eben auch Autozüge B und BLB und entladen werden können. Von dort aus werden oder wurden besser gesagt, auch die Autozüge, die von Hamburg nach Westerland oder auch andere Gegenden von Deutschland fahren, wurden dort abgewickelt. Da aber die Deutsche Bahn ja die Autozüge oder auch die Nachtzüge ja nicht mehr bedient, sondern werden jetzt größtenteils von der österreichischen Bundesbahn, kurz gesprochen ÖBB, bedient. Der Grund, warum die Deutsche Bahn diesen Dienst eingestellt hat, ist aus dem Grund, weil sie meinten, dass der Nachtverkehr und der Autozug nicht also einen nicht zu schnellen Gewinn einfahren wird. Oder nicht zu schnellen Gewinn bringt. Wer sich damit auch schon ein bisschen beschäftigt hat, weiß eben, dass die Deutsche Bahn sich nur noch mehr auf Profit interessiert, anstatt auf Kundenzufriedenheit und weitere Pipapo, wie das ja mittlerweile eigentlich im ganzen Bundesgebiet eigentlich schon bekannt ist. Jetzt sind wir an der Haltestelle U-Bahn Stephansplatz. So leicht rechts vor uns ist das alte Postamt von Hamburg und auf der linken Seite, jetzt direkt vor uns, dort befindet, ist das Hamburger Casino. Eben ein bisschen für die Leute, die ein bisschen etwas Aufregenderes brauchen als anstatt Schach oder die irgendjemanden kennen, die zum Beispiel sowjetische Sammelmarken oder irgendwie sowas sammeln, die also was Aufregenderes brauchen als sowas. Tag. Guten Tag. An der U-Bahn-Haltestelle Stephansplatz verkehrt, wie schon der Dame sagt, eine U-Bahn-Linie. Und das ist wiederum U-Bahn-Linie U1. Die nächste Haltestelle ist, die wir jetzt anfahren werden, ist die Haltestelle U-Bahn Gänsemarkt. An der Haltestelle Gänsemarkt fährt die U-Bahn-Linie U2 und ein paar Besonderheiten gibt es an der Haltestelle auch. Das Gebäude, genauer gesagt das hier, war zuerst ein Kino und dann wurde daraus ein Parkhaus für Autos. Sehr kurios, erst ein Kino zu eröffnen und danach daraus ein Parkhaus zu machen, auch was ganz Kurielles. Und heute befinden sich dort eben, wie in den meisten Innenstädten, Bürohäuser oder Büroräume. Eine weitere Besonderheit für den Platz Gänsemarkt ist, dass genau an diesem Platz früher die meisten Straßenbahnlinien in Hamburg aufeinander trafen. Insgesamt waren das genauer gesagt 8 Straßenbahnlinien, die sich auf diesem Platz früher trafen. So wie wir jetzt auf der Straße, wo wir jetzt unterwegs sind, fuhr früher auch eine Straßenbahnlinie oder teilweise auch mehrere. Aber die letzte Straßenbahnlinie, die hier auf dieser Linie oder auf dieser Straße unterwegs war, war die Straßenbahnlinie 2. Vom Rathausmarkt bis nach Eidelstedt runter. Diese Straßenbahnlinie oder besser gesagt die ehemalige Führung der Straßenbahn kann heute noch abgefahren werden und zwar mit der Metrobuslinie 5, die jetzt exakt den gleichen Weg abfährt. Die Straßenbahnlinie 2 war auch das Schlusslicht der Hamburger Straßenbahn, die 1978 eingestellt wurde. Durch die Gasse hier rechts fuhr früher die Straßenbahn über Neuer Wall und so weiter Richtung Hamburg Rathausmarkt, wendete dort und fuhr dann über den Jungfernstieg, der hier genau gesagt hier vorne ist, wieder zurück und fädelte sich dann wieder in den Herweg wieder ein. Die nächste Haltestelle ist, wie ich ja schon gesagt habe, die U-Bahn-Haltestelle Jungfernstieg. Neben der U-Bahn fährt dort auch die S-Bahn.
der Jungfernstieg ist ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt, auf denen 6 Stellbahnlinien auf 4 unterschiedlichen Ebenen zusammenstoßen. Mittlerweile müssen es sogar, glaube ich, sogar 5 sein. Und am Jungfernstieg befindet sich das berühmte Alsterhaus, das sich jetzt hier direkt neben uns auf der rechten Seite befindet. Und nebenbei gibt es noch weitere kleine Geschäfte, wie zum Beispiel das Apple Store. Moin, guten Tag. Da kommen noch 2, die nehmen wir noch mit. Moin. Alle an Bord und schon geht's weiter. Die nächste Haltestelle ist der Rathausmarkt. Wie der Name schon sagt, also erstens treffen dort auch wiederum U-Bahnlinien ein, und zwar wiederum die U-Bahnlinie U3, die ehemalige Ringlinie. Und am Rathausmarkt befindet sich eben das Hamburger Rathaus. Das sich jetzt hier leicht links hier in dem Bild schiebt, und zwar das Gebäude mit dem grünen Dach. Auf der anderen Seite ist das Platz. Das Hamburger Rathaus hat wiederum auch eine kleine Besonderheit. Erstens, vor uns sehen wir das eigentliche Rathaus, und auf der Rückseite befindet sich die Hamburger Handelskammer. Das Rathaus ist eigentlich für hanseatische Art und Weise ein bisschen Trotzbau, was ein bisschen ähnlich ist wie ein Palasthaus. Wie Palast oder wie eine Villa im Ausland. Auf der die nächste Haltestelle, die wir jetzt anfahren, ist der Gerhard-Hauptmann-Platz. Und diese Haltestelle befindet sich in der Hamburger Mönckebergstraße. Die Mönckebergstraße ist eine der 3 beliebten Einkaufsstraßen in der Hamburger Innenstadt. Und genauer gesagt, hier in dieser Straße fuhren einst früher mal, also als es noch keine Autos gab und also der Autoverkehr noch nicht so im Kommen waren, also Anfang des Ersten Weltkriegs, also noch davor, wusste man schon hier, wie die Zukunft der Stadt oder die zukünftigen Städte auch aussehen wird, nämlich den Verkehrsinfarkt, also Stau über Stau und überfüllte Straßen, weil hier fuhren früher schon Anfang des 19. Jahrhunderts 90 Bahnen, also Straßenbahnen, in jeder Richtung. 90 Züge in jede Richtung. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und eine weitere Besonderheit an der Mönckebergstraße ist, dass sie direkt unter uns die U-Bahnlinie U3 entlang führt, die sogenannte oder ehemalige Ringlinie. Was viele nicht wissen, auch nicht viele Hamburger das nicht wissen, ohne den Bau der U3 würde es die Straße Mönckebergstraße heute nicht geben. Erst den Bau der U3 oder der Mönckebergstraße hätte es beides nicht gegeben. Das war jetzt die letzte Haltestelle. Die letzte Haltestelle, die wir anfahren, die auch unsere Endhaltestelle sein wird, ist die Haltestelle Hauptbahnhof, den wir jetzt direkt vor uns sehen, auf der linken Seite. Der Hamburger Hauptbahnhof ist relativ klein, im Gegensatz von anderen Hauptbahnhöfen, okay, der vielleicht von Schwerin oder anderen Ostbahnhöfen oder so ein bisschen größer. Aber anstatt dass er nicht so groß ist, hat er eine andere Besonderheit, die wieder darum liegt, ist,
Er ist der meistgenutzte öffentliche Personenbahnhof in ganz Deutschland. Und zwar benutzen ihn am Tag über 450.000 Personen täglich. Und unsere Fahrt endet gleich hier vorne am Busbahnhof auf der rechten Seite, wo aus hier viele, also nicht nur hier Linienbusse, also innerstädtische Linienbusse, sondern auch nebenbei gleich auch noch Fernbusse, also Reisebusse, wie zum Beispiel die Busse von dem Busbetrieb Flixbus werden ebenfalls enden oder starten hier von diesem Busbahnhof. Und nebenbei werden hier am Hauptbahnhof treffen natürlich auch alle Schnellbahnen und U-Bahnlinien zusammen, woran man auch schon erkennen kann, dass der Hamburger Hauptbahnhof immer noch nicht so wie zum Beispiel in anderen Städten hat der Hamburger Hauptbahnhof noch eine sehr wichtige zentrale Bedeutung, wo er sozusagen auch noch das Tor der Stadt ist. Na, drängelt er sich da einfach vor. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir gefahren sind. Wie ich schon geahnt habe, viel zu früh. Und dann gucken wir jetzt nochmal das Ergebnis an, wie ich gefahren bin. 16,5. Immerhin keine Unfälle. 40 Euro haben wir an Fahrkarteneinnahmen eingenommen. Und von der Fahrgastzufriedenheit ist das ja auch relativ gut. Nun ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir zusammen die Buslinie 109 von U-Bahnhof Alsterdorf runter bis zum Hauptbahnhof zu fahren. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Fahrt wieder. Mein Name ist Leon Grund und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder Tag. Tschüss.